So, hey lieber Rainer, ich mach dir mal gerade das Hammer on Ding. Ja, ich lass mal das Originalvideo auf halber Geschwindigkeit laufen. Das ist immer ein ganz guter Trick, da kann man ein bisschen genauer hören. Das kannst du ja auf YouTube über das Zahnrad Funktion da unten und dann Wiedergabegeschwindigkeit, ne? Hast jetzt auch nicht so wahrscheinlich so viel mitbekommen, aber hört ihr das, macht ihr das auf jeden Fall immer das Original langsam. Und rechte Hand fängt an Daumen, auf der A-Seite dann hämmern, zieht mehr eine Tabulatur aufs H, auf zweiten Bund, dann Daumen rüber auf die D-Seite, da auch von Lehrer auf zweiten Bund. Ich gucke jetzt ins Video, sondern hau ich gerade daneben. Zeigefinger, die leere G-Seite, damit es rechts rollt. Ne? Diese, rechts muss es eben gut rollen, deswegen diese Geschichte machen. Daumen. Dann zum Daumen zurück. Jetzt steht in der Tabulatur jetzt eigentlich, dass auf vier Seiten dieser Choke ist, aber ich habe es nochmal gecheckt. Eigentlich ist es nur dieser Choke, also dieses Geräusch, erzeuge ich eigentlich, dass ich den Daumen die tiefe E-Seite slappe. Das heißt, ich gehe mit der Kante hier mit dem Daumen, das ist auch, glaube ich, in fortgeschrittenen Videos mal drin, den Knochengelenk hier vom Daumen haue ich auf die E-Seite und dadurch schlägt die vorne hier aufs Bundstäbchen. Ja, guck mal, jetzt kann man das vielleicht noch ein bisschen, also kann man es vielleicht besser sehen. Ja, ist ja so eine Basstechnik, eigentlich slappen auf dem Bass und das erzeugt dieses Geräusch. Eigentlich ist es als der Daumen. Die anderen Finger gehen so ein bisschen mit, deswegen habe ich es beim Aufschreiben, irgendwie habe ich dann irgendwie doch alle Xe da auf allen Seiten gemacht, aber eigentlich die Hauptbetonung ist der Daumen. Das passiert da auf dem zweiten Viertel von dem zweiten Takt. Erste leere E-Seite, dann haust du mit dem Daumen, eben ja, Knochen oder ein bisschen auch vielleicht vorne am Vorderteil, wo der, also hier in diesem Teil zwischen dem Gelenk und der Daumenspitze, eher vielleicht sogar, ja, so ein bisschen. Das auf der 2, also 1 und 2, auf der 2 das, auf 2 und die tiefe E-Seite nochmal spielen. Und dann kommt dieser E-Moll-7-Sound, da hast du am besten schon links Ringfinger auf der D-Seite, zweite Runde, kleinen Finger aufs D, dritte Rotarseite, die siebte E-Moll-7, die brauchst du da zweimal auf der 2 und auf der 2 und, beziehungsweise auf der 3, auf der 3 und. Den ganzen Takt mal 1, 2 und 3 und 1, 2 und 3 und ohne Daumen dann 1, 2 und 3 und dann der Stopper. Nächstes eher, dass man mit den Fingern auf die Seiten geht und da gehe ich. Nee, dann stoppst du diese. Und das ist dann eher so eine Bewegung, dass die Finger, der Daumen sich auch über mehrere Seiten hier legt und die drei Finger auch noch auf die Seiten landen. Also dass dann diese, der Sound vom E7, E-Moll 7, dass der gestoppt ist. Also der zweite Takt ist das Tricky Ding. 1, 2 und 3 und stoppen. Finger auf die Seiten legen, dann musst du mal ein bisschen schauen. Vielleicht geht es sogar schon mit dem Daumen allein schon, da die Bassseiten, die drei Bassseiten unten, da abdämpft, hast du da schon eine gute Chance. Nach den beiden E-Moll-7-Sounds da, 3 und 4 auf der 4, da Stille zu erzeugen. Die drei Finger müssen auch noch irgendwie ihre Seite da treffen. Also die
anderen drei Finger nehme ich auf D, G und H Seite. Also ich so, der Daumen geht sogar auf mehrere Seiten, Zeigefinger, der geht auch nicht sogar ein bisschen auf die, nein, der bleibt auf der D-Seite, aber Zeigefinger habe ich auf der, ups, nee, da, doch, der Zeigefinger liegt auch auf der D-Seite, also die liegen beide auf der D-Seite, Daumen und, aber ich glaube, das muss man nicht so auf die Goldwaage legen, nur dass der Stopp ist. Das kann man ja auch so üben, diesen E-Moll 7 mit drei Fingern, dann stoppen. Und dann kommt der, geht es ja rüber zum A7, also hier der Mittelfinger auf die Seite, zweiter Bund und Ringfinger aufs Cis, linke Hand. Und da kommen die drei hinten dran. Ja, das ist der komplette vierte Takt, dann 1, 2 und 3 und Stopp. Und da musst du dann am Schluss rechtzeitig rüber gehen, das ist der Trick. Hältst du in den nächsten Takt rein, die 4 und 1 und dann kommt die 1 und auf der 2, auf den zweiten Takt und die 1 und auf der 2. Die 1 und auf der zweiten Takt ist die leere E-Seite, nämlich den Ringfinger. Also von Takt 2, 1, 2 und 3 und Stopp und 1 und. Genau, ja, schon ein bisschen tricky. Aber das solltest du erstmal hinkriegen, diesen Takt mit dem Übergang in den Takt 3. Jetzt war es dahin und du den hast. Das ist eigentlich nicht so ein Akt, die leere E-Seite rumzuspielen. Danach stoppe ich wieder, aber kein Choke, das ist wirklich nur bei diesen X-Stellen, wo X ist, sondern dass die Seiten gedämpft sind. Da gehe ich dann auch eben nach der leeren E-Seite. So, dass die vier Finger jetzt hier oben liegen, auf der D-Seite, auf G, H und hohe E-Seite. Dass die da die Dinger da im Schach halten. Und dann habe ich den Daumen schon gut liegen, für das nächste Lick, was da kommt im Ende von der Zeile, also im Takt 3. Da gehe ich auf der D-Seite los, Lea, Hammer aufs E. Dann nehme ich die G-Seite rechts mit Zeigefinger. Hämmer aufs A und dann die leere A-Seite mit Mittelfinger. Das rollt dann schön. Genau. Und dann nach diesem Takt. Der vierte Takt ist eigentlich entspricht ziemlich dem zweiten. Leere E-Seite, Choke, leere, nochmal leere E-Seite auf der 2 und. Aber dann spiele ich oben das D und das Fis. Ich spiele es mit kleinen und Ringfinger, wenn du es nicht hinkriegst, dann kann man es noch machen. Könnte auch mit dem dritten und zweiten Finger das spielen. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man da nicht die Bassseiten noch weiter erwischt. Ja. Ging aber auch. Ich mache es halt so, weil ich halt damit halt gut zum E-Moll zurückkommen. Ja, also man kann auch 2-3 da spielen. Na, aber wenn die zweimal gekommen sind, müssen die auch wieder gestoppt werden. Das heißt, da gehen die drei Finger auf die Seite und stoppen die. So, also gehen wir in die zweite Zeile von dem Tabulaturheft Takt 4. 1, 2 und 3 und Stopp. Und auf der 4 und in den Takt reicht, wenn der Spielweise reicht, jetzt eigentlich der Mittelfinger auf das Cis zu setzen. Wie gesagt, ich mach's mit 3, 4, das für ihn danach. Naja, ich greife dann wieder in den A7. Das E, was man eigentlich gar nicht braucht. Ja, also nicht. Aber du kannst ja ruhig mit 2-3 machen. Guck mal, wie es hinkriegst. Dann auch wieder auf der 1 und im nächsten Takt, im Takt 5, leere E-Seite, also nach diesem A7-Sound hier auf der 4 und 4 und 1 und danach wieder stoppen. Ich spiele von Takt 4 an. 1,
Genau, nochmal. Und dann beginnt eigentlich das Lick wieder von vorne, wieder mit dem. Genau, und dann sind wir da durch. Fummel dich da erstmal so ein bisschen rein, ist ein bisschen tricky. Wenn schon ein bisschen von den Licks üben willst, die sind jetzt eigentlich dann auch nicht so irrsinnig knifflig, aber dieses. Das ist dieses. Da slidest du hoch vom A, zweite Grund G-Seite zum H, vier, zwei Bünde. Daumen rechts, dann H-Seite, dritter Bund. Und dann von diesem H hier, zwei Bünde hoch zum Cis. Und dann das E, also 2, 1. Dann den Zeigefinger kurz mal absetzen, wenn du von da gehst, jetzt nur den Mittelfinger sliden. Gelandet. Also ich spiele mal von Takt, letzten Takt von der Tablatur hier. Hoppala. Ich spiele mal nur das Lick ein bisschen im Kreis. Jetzt nicht unbedingt so hohe Variante spielen. Das kann man dann schön im Kreis spielen. Im Kreis. Nur so ein Slide hier hoch, das auch G-Seite, aber dann hohe E-Seite, der erste Finger, das G und dann von H wieder auf Cis, und dann das A hier oben und dann das bis zum siebten Bund, Mittelfinger und siebter Bund auf der hohen E-Seite. Aber das sprengt jetzt ein bisschen die Geschichte. Try it first.